Hi Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Hier ist der Balas und wir erforschen mal hier den Eingang in den versunkenen Tempel. Schauen wir mal. Guck dir mal den Eingang an. Das muss der Eingang zum Tempel sein. Früher war es wohl nur ein Nebeneingang oder so etwas in der Art. Der eigentliche Tempel mit dem Hauptportal ist im Meer versunken. Ich hoffe, hinter diesem Tor gibt es noch eine intakte Verbindung dorthin. Und das ist nicht überschwemmt, ist das komplette Ding. So, dann schauen wir mal, was das für Nischen sind. Vier Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache. Die ich nicht lesen kann? Wesen der Erde, achso, würde ich das hier übersetzen. Ja, schauen wir mal hier die trockene Erde an. Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Man kann die Erde darunter sehen. Die Erde ist hart und trocken. Habe ich was zum... Nein, ich hab noch gar nichts. Ha. Ein abgebrochener Ast, vermutlich von einem der Bäume dort oben. Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Ist egal, nehmen wir mit. Pack mal ein. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Ein etwas über einen Meter langer Ast. Können wir bestimmt was draus bauen. So, da ein Fischskelett. Nehmen wir das auch mal mit. Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Vielleicht. Oder es war ein fliegender Fisch. Sicher. Sowas gibt es. Opas Doppeldeckereinheit im Krieg hieß die fliegenden Höllenfische. Aha, das ist Opa. Opa ist eh der Coolste. Ich nehme nur eine einzelne Gräte. Vielleicht kann ich so ein kleines spitzes Ding mal gebrauchen. Ja, wie zum Beispiel für eine Angel, wenn ich das so sehe. So, schauen wir mal. Da müssen wir irgendwas umgraben. Da war ein Bienennest. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Die Feuerfeen, aha. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ich verzichte. Vielleicht finden wir einen anderen Idioten. Mir einen Behälter für den Honig. Ja, dann nehmen wir den Wassereimer und kippen das Wasser aus. Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Ja, das dachte ich mir schon fast. Passt ja auch gar nicht zu ihm. So, den Wassereimer. Kippen wir mal auf die trockene Stelle. Mal gucken, ob was passiert. Vielleicht kommt ja irgendwelches Wasserzeug. Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Da bewegt sich etwas in der Erde. Nimm es mit. Da sind Regenwürmer. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Ich nehme einige mit, bevor sie sich wieder verkriechen. Das war der Plan. Das haben wir gut hingekriegt. Das war jetzt nicht so schwer. Dann können wir angeln gehen. Die sehen putzig aus. So, okay, hier haben wir... Dann wahrscheinlich beschreibt sie da die verschiedenen Zeichen. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Ach komm, jetzt sei nicht so. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Feigling. Das Meer hat den Tempel und das Artefakt des Schicksals verschluckt. Wenn alles gut geht, werden wir es ihm heute wieder entreißen. Ja, dann schauen wir mal. Und was können wir da von der Schnur was mitnehmen? Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Nehmen wir mal mit. Hey, der haut doch bestimmt ab. Ich habe die Schnur an den Stab gebunden. Ja, und dann machen wir Ich habe die Fischgräte ans Ende der Schnur geknotet. Sehr gut. Das ist genauso, wie ich es mir geplant habe. Damit habe ich eine voll funktionstüchtige Angel. Ey. So, fange einen Fisch. Weil hier oben ist zumindest ein Fischzeichen und für irgendeines von einer von diesen Nischen werden wir wohl einen Fisch brauchen. Hey Wilbur, willst du mir vielleicht helfen? Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Oh oh. Oh oh, da geht doch bestimmt was schief. Jetzt wird Wilbur bestimmt gleich ins Wasser gezogen. Lass eine Angel. Und jetzt? Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat.
Ich soll... Einfach reinwerfen. Platsch. Was zum... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Es hat einer angebissen! Ja, toll. Oh, jetzt muss ich schwimmen gehen. Mhm. Und jetzt? Wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Och, Menno. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Im Wasser schwimmt der Fisch, den Wilbur gefangen hat. Und ich hier hochgeschleppt habe. Tja. Das haben wir aber dufte hingekriegt, muss man schon ganz ehrlich mal sagen. War da nicht gerade ein Handsymbol? Wahrscheinlich bei dem Fisch, das war wahrscheinlich ein bisschen verbuggt. Okay, mit den Regenwürmern die Dinger ab. Erdnische. Achso, jetzt soll ich mir vielleicht auch nochmal alle Nischen angucken. So, schauen wir mal, was ist das für eine Nische? Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Okay. Was haben wir hier? Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Oh, Wesen steht des der? Wassers steht an dieser Nische. Okay. Ja, dann stellen wir den mal in die Wassernische. Klonk. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Ja, würde ich auch sagen, ne? Okay, regen wir mal da rein. Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. Das ist schon die zweite Angel, die ich mir in den letzten 2 Tagen selbst zusammengebaut habe. Die zweite Angel schon? Hä, nicht schlecht. Okay. Wilbur, wir müssen, glaube ich, reden. Obwohl, reden wir erstmal mit Cheep Cheep. Cheep Cheep ist eh viel besser. Hallo, als Cheep Cheep. Ja, moin. Da gibt es so ein Wesen der Luftnische. Da drüben am Tor gibt es 4 Nischen. Und unter einer steht Wesen der Luft. Naja, ich dachte, vielleicht könntest du dich mal kurz in die Nische setzen. Das wäre voll dufte von dir. Ach was, das ist keine Falle. Weibliche Intuition. Also gut, ich fülle erst einmal die anderen Nischen. Dann reden wir weiter, okay? Okay. Ich bräuchte deine Hilfe. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Ja. Wie, du bist nicht doof und willst nicht gestochen werden? Hui. Chip Chip macht das auch noch. Achso. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Aber ich habe kein passendes Gefäß. Ich brauche ein Gefäß. Verdammt. Okay, wo kriegen wir hier ein Gefäß her? Reden wir mal mit Wilbur, der kann mir bestimmt ein Gefäß geben. Ich komme schon gut allein zurecht. Und wenn ich Gnomenhilfe brauche, dann weiß ich, wo er steht und schmollt. Verdammt. Kann ich vielleicht noch einen Stiefel angeln oder sowas? Will ein Stiefel angeln. Wilbur, stell dich mal rüber. Stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Wisst ihr was? Ich drück mal hier drauf. Schau mal. Ah, da oben ist auch noch mal was. Das sind Feuerfeen. Die sind sehr selten. Ich habe schon seit 200 Jahren keine mehr gesehen. Ich würde sagen, es sind Glühwürmchen. Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Sie müssen den ganzen Tag Nektar suchen, um ihre Flamme zu erhalten. Das sind Feuerfeen. Okay, kann ich die angeln? Nein, natürlich nicht. Okay. Das ist die Nische. Okay, also da kriege ich nichts mehr raus.
Es bewegt sich kein Stück. Mist. Alt, was war da? Betrachte die Nischen, nimm etwas Honig, ja. Vielleicht kann Cheep Cheep uns noch anders weiterhelfen. Hallo, Cheep Cheep. Ja, moin, was geht? Kannst du dich nicht irgendwie nützlich machen? Helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen, einen anderen Eingang in den Tempel finden, Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Das wäre nützlich. Du darfst dein Vogel helfen, ich aber nicht. Cheep Cheep kann auf sich aufpassen. Du nicht. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Okay, im Moment kein Problem. Bis dann, Cheep. Ich komme schon gut allein zu. Ich brauche ein Gefäß für den Honig. Ich habe nur eine Angel. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Ja, würde ich ja auch sagen. Aber man weiß ja nie. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier. So, da haben wir die Bienen. Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Da unten kann ich nur mit den Mädels reden. Ja, woher soll ich jetzt ein Gefäß kriegen? Ein tapferer kleiner Kerl. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich begriffen hat, worum es hier geht. Ja, ich weiß nicht. Lass mir das jetzt mal anzeigen hier. Das ist, ne? Aber... Oh, da oben ist ja noch was. Kapitän Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar, wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Nein, nein. Hallo? Ein kleines Glas mit einem Deckel. Es gibt noch Spuren von Marmelade, aber nur noch ganz wenig. Ja, dann passt das ja. Cheep Cheep, mach dich nützlich. Da können wir den Honig reintun. Sehr gut. Cheep, Cheep. Der Kreis schließt sich. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Aha, ganz klar. Hol sie, der Tiger. Okay, schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Na dann, auf geht's. Cheep Cheep macht das voll gut. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten gespickt. Aber für ein Brötchen würde es reichen. Und da hängt eine tote Biene drin. So, und das machen wir jetzt schnell. Das könnte funktionieren. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Ja, das ist gut, gut, lecker Honig. Dummes Vieh. Ich meinte, erwischt. Hab ich dich. Eine Marmelade mit Feuerfee. Da ist da die Feuerfee-Nische. Dann reden wir nochmal mit Cheep Cheep. Das kleine Biest kann man schon ein Wesen des Feuers nennen. Cheep Cheep. Cheep Cheep, mach dich mal nützlich. Hallo Cheep Cheep. Geh mal in die Nische rein. Jetzt fehlst nur noch du als Wesen der Luft. Nun komm schon, setz dich bitte in die Nische. Na siehst du, keine Falle. Allerdings öffnet sich auch die Tür nicht. Vielleicht muss man... Cheep! Oh, es ist doch eine Falle. Hallo? Cheep, Cheep? Oh, den Göttern sei Dank, dir ist nichts passiert. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein.
Es war ein Albtraum. Die Lorenfahrt also war heftig. Aber nicht gleich die ganze Flasche. Bis dann, Cheep. Ich würde gern wissen, was Cheep Cheep jetzt vorhat. So, Wilbur, wir gehen. Ich komme schon gut allein zurecht. Okay. So, dann mal rein da. Willst du mit? Aber klar. Okay, aber bleib hinter mir. Und fass nichts an. Und was ist mit dem Herrn Profi-Schatzsucher? Kommen Sie? Naja, hier gibt es immer noch einiges auf dem Schiff zu tun. Ja? Dann wollen Sie lieber hier draußen warten und uns warnen, falls die Schatten oder diese reizende Kopfgeldjägerin auftauchen? Okay, ich komme mit. Andererseits wärt ihr im Tempel ohne mich völlig aufgeschmissen. Ja, natürlich. Ohne Schatzsucher. Und fasst nichts an. Wenn ihr irgendwo einen Edelstein seht, ruft mich. Es könnte eine Falle sein. Wenn Sie so ein Experte sind, sollten Sie da nicht vorangehen? Nicht alle Fallen lassen sich rechtzeitig entdecken. Der Expeditionsleiter sollte in Sicherheit bleiben. Halte dich von ihm fern, wenn du leben willst, Wilbur. Ach was, dieser Tempel ist uralt. Was sollte schon passieren? Hätte jetzt nicht etwas Unerwartetes passieren sollen? Schluss mit der Blödelei. Wir haben eine Aufgabe. Kommt schon und bleib dicht zusammen. Komm, dann geht die Tür zu. Fertig, meine Liebe. Ich... Das kam unerwartet. Ganz ruhig bleiben. Ich lasse mir etwas einfallen. Ah, jetzt können wir auch Nate spielen. Okay, alles klar. Ich frage mich, woher diese Wurzeln kommen. Große Bäume gibt es hier eigentlich nicht. Vielleicht gab es sie früher und das hier sind Überreste der alten Wälder? Alles klar bei euch? Mal runter. Alles ganz wunderbar. Ja, super. Mir geht es gut. Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden es nicht nach oben schaffen. Ob ich sie einfach da unten lasse und mir das Artefakt hole? Ich könnte zurückkommen, wenn das Artefakt erstmal in Sicherheit ist. Da haben wir Ringe. Vier übereinander angeordnete Steinringe. Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Okay, das heißt, wir müssen eine Kombination finden. Schauen wir mal, wo geht's hier links weiter? Klettere in den Schacht. Nein, ich will nicht in den Schacht. Wir gehen tiefer in den Tempel. Dort geht es tiefer in den Tempel. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Ach was? Keine Sorge, da passiert schon nichts. Betrachte den Vorsprung. Auf dem Vorsprung glitzert etwas. Aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und ich komme auch nicht dran. Untersuche den gescheiterten Abenteurer. Den Abenteurer hat's erwischt. Da hat auch seine Machete nicht geholfen. Na, dann nehmen wir die Machete zumindest mit. Ich meine, Macheten kann man immer gebrauchen. Oh, wir haben ja noch eine Angel. Hey. Das Wasser. Vielleicht können wir hier was angeln. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Okay, da ist eine Fratze, da ist ein Tor. Da ist auch nochmal eine Fratze. Schauen wir mal. Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint, als solle man das Ding mit etwas füttern. Da drüben ist noch so ein Gesicht. Es sieht genauso aus wie dieses hier. Was sagt das Tor? Dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Da ist auch nochmal was. Kann sie aber bestimmt nicht sehen. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Okay, was haben wir da? Da haben wir nichts. Da kann man auch nochmal eine Frache betrachten. Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung einsetzen. Genau wie bei der Tür. Können wir da was angeln? Scheint nicht so. Oh, berühre den Kristall. Ja, komm. No risk, no fun. Wow, das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter.
Okay, ich hab da klar. Irgendwie so ein Gefühl. Er landet ganz unten im Matsch. Ich hoffe, das ist Matsch. Es ist so dunkel hier, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Ja, dann gehen wir mal in die Dunkelheit. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen, umringt von Piranhas mit Knüppeln. Ich sehe nichts. Kein Licht, kein Betrachten. Ich werde nicht verzweifeln und mich panisch an den Wänden entlangtasten, nur um einen Ausgang zu finden. Noch nicht. Solange es stockt, nach allem, was... Okay, ja, alles klar. So, dann. Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool. Ja, Wilbur hat's voll drauf. Oder war was? Betrachte die Steinplatte. Hey, eine Steinplatte. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Hat Wilbur was dabei? Nö. Das ist so etwas. Sie lässt sich nicht bewegen, alles klar. Das können wir mit Wilbur auch nichts machen. Das heißt, wir müssen erstmal hier was machen. Aber das Wasser, da müssen wir bestimmt was rausangeln. Ich würde sagen, wir schauen beim nächsten Mal, was wir da machen müssen und sehen uns dann. Bis dahin, Leute. Ciao.